take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squad Building Challenge, Pack Opening. Wir wollen uns um die 84er bis 91er Upgrade SBC kümmern. Warum? Das haben wir das Ganze schon gemacht und zwar zum Full Birthday Team Nummer 1. Das zweite Team ist jetzt draußen und wir hoffen natürlich auch da auf ordentliches und heftiges Packluck. Der Vanya hat sich wieder bereit dazu gestellt, um einige Sets zu machen. 20 Stück werden wir jetzt bei ihm hier auf dem Account direkt machen. Insgesamt für das Video wahrscheinlich 25 Stück. Ihr seht es im Thumbnail, ihr seht im Titel, wie viele Upgrade-Sets hier im Video mit am Start sind. Und damit würde ich sagen, ich gebe dem Vanya das Go. Ich wünsche ihm das Packluck. Und ja, der ganze Chat hoffentlich auch. Also Hashtag Packluck in die Kommentare, sowohl bei YouTube als auch logischerweise hier bei Twitch. Und damit würde ich sagen, kann der Vanya starten. Genau das wird er machen. Und während er hier das Set Nummer 1 macht, kann ich euch noch eins sagen. Falls ihr generell keine weiteren Squad-Building-Challenges mehr verpassen wollt, ja, dann könnt ihr gerne auf kostenfreie Basis ein Abo dalassen, gerne die Glocke aktivieren. Hier gibt es mal den frischen 19 Uhr-Content. Aber wir zum Beispiel heute natürlich auch ordentliche Pack-Openings. Ja, und falls ihr generell vielleicht mal am Start sein wollt, genauso wie Vanya auch 20 Sets mit im Video am Start haben wollt, dann bleibt mir eins zu sagen, und zwar euch daran zu erinnern, dass wenn Upgrades zu SBCs, wie zum Beispiel die 81 Plus Doppel-Upgrade SBC, mal an einem Tag rauskommt, dann ist es so, dass wir am Tag selber oder am Folgetag noch live gehen bei Twitch. Und dann könnt ihr schon mal die Sets bei euch im Shop vorbereiten, so wie der Vanya das jetzt auch gemacht hat. Ich bin jetzt eben live gegangen bei Twitch. Vanya hat gesagt, ich habe so und so viele Sets davon, so und so viele Sets davon. Und dann springen wir auf den Account und öffnen eure Sets. Also das ist das Prinzip. Und mal gucken, was wir jetzt in den 20 Sets von Vanya ziehen können. Auf jeden Fall sind es natürlich immer Wand- oder Walkout-Spieler. Das ist das Interessante hier dabei. Wie gesagt, wir haben mindestens 84 und maximal 91er geratete Spieler am Start. Manche nervt das, manche fuckt das ab, dass da irgendwie, ja, quasi eine Begrenzung am Start ist. Anderen gibt das Sicherheit, ja, die können auch helfen in Bezug auf die Mid-Icon-Upgrade-SBC, dieses Format, wie man es halt upgradet. Aber so viele Wände will ich eigentlich gar nicht mit so einem Set sehen, ja. Also das ist mir dann doch ein bisschen too much, ein bisschen zu heavy. Weil, wenn sich einer das verdient hat, dann der Vanya mit dem Walkout. Und, tja, was soll ich dazu sagen? 26 Sets insgesamt bei ihm noch am Start. Come on, ey. Let's go. Da ist er. Da ist er drin. Oh, es wird UCL Walkout. Es wird UCL Walkout, das falsche Blau. Aber es wird Spanien. Es wird rechter Mittelfeldspieler. Ja. Es ist okay. In Anführungsstrichen ein Fake. Walkout, obwohl, nee, die haben ja kein Plus 1 Rating mehr. Naja, kommt rein und als 85er wird der definitiv auch weiterhin brauchbar sein. Leider ja nur ein Spieler drin, deshalb denken andere, dass Gold Upgrade SBC vielleicht auch geiler ist. Oh, wieder ein UCL Walkout. Wieder ein UCL Walkout. Deutschland, ZM, ist es Gündogan diesmal? Ja, diesmal ist es tatsächlich Gündogan als 84er Karte. Ja, und wie gesagt, zu allen anderen Upgrade-SBCs gibt es hier auf jeden Fall ein Video. Und ja, wir haben ja schon die 84er bis 91er Upgrade-SBC hier auch bei Twitch. Oh. Ah, eine Wand leider. Angegriffen zu Team 1 und bin gespannt, was da vielleicht Sonntag noch kommt oder auch nicht, je nachdem. Wir ziehen 84er Martinez für den Vanya. Er wird den Überblick haben, wie viele Sets noch übrig sind. Ich habe es vergessen, muss ich euch ganz klar sagen. Was haben wir da am Start? Come on, nächstes Set. Join. Jo, da ist er wieder. Full Birthday Spieler. Let's go. Diesmal wird es Frankreich. Liga Manager Spieler, es wird LeMar, der um die Ecke kommt. Wie geil ist das denn? Und das ist auf seinem Account der zweite Full Birthday Spieler LeMar. Was kostet der gute Mann? Ich habe keine Ahnung. Ich werde das Ganze mal versuchen, hier parallel abzuchecken. Vielleicht wird Vanya es auch abchecken wollen. Ja, es wird LeMar. Das aus dem Set. Wie geil ist das denn, Jungs? Wie, oh mein Gott, als wenn der so teuer ist. Never ever. Never ever. Ist auf der PlayStation. Er kostet tatsächlich 190.000 Münzen auf beiden Konsolen und auch 190.000 Münzen am PC. Ja, ob das jetzt noch getoppt werden kann, ich habe keine Ahnung. Oh. Kurzer Schockmoment wieder. Es ist aber wieder Walkout UCL und diesmal ist es Onana, der als 85er Karte um die Ecke kommt. 4 Sterne, 5 Sterne LeMar und der sieht auf jeden Fall mit einem Hunter
sehr, 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 sehr gut aus. 99er Antreten, 89er Sprintgeschwindigkeit. Ich check das Ganze hier gerade mal parallel. Also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Glückwunsch da auf jeden Fall schon mal. Ein fettes GG an Vanya. Aber das Ding ist, oh ja, da ist der erste normale Walkout. Wir sind ja noch nicht am Ende. Wer wird das denn? Müller als 86er kommt um die Ecke. Das Gute ist, wir sind ja noch nicht am Ende von den ganzen Sets. Also das ist das Gute. Insofern, da kann sich noch einiges drin verstecken. Wie viel haben wir noch? Wie viel haben wir noch, Vanya? Mal gucken. Eins, zwei, drei. Ja, da sind noch einige am Start. Da sind noch einige am Start. Also muss man ganz klar sagen, Vanyas Account heute ordentlich Pechlack. Ja, das ist jetzt diesmal. Das ist James Rodriguez als 85er. Und da wiederhole ich mich. Wenn du keinen Walkout siehst, dann willst du immerhin die Wand sehen. Und da willst du auch, wenn du die Wand siehst, den 85er sehen. Nächstes Set. Wieder Wand oder Walkout, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl. Und diesmal ist es wieder eine Wand. Ja, moin. Da muss ich los. Argentinien, komm, 85er, 85er. 84er wieder. Und den haben wir eben, glaube ich, gezogen. Den musst du jetzt leider discarden, den 84er Martinez. Schade. Schade drum. Wir checken es nochmal ab. Genau, das ist der Fall. Mal gucken, wie viele Sets haben wir denn jetzt noch? Das ist die Frage. Wo ist der nächste Full Birthday-Spieler drin? Hier nicht. Ah, schade. Es wird Deutschland wieder. Es wird ZM Gündogan. Gündogan. Herzlich willkommen im Club. Haben wir eben als UTL-Karte gezogen. Und jetzt der neue Ilkay Gündogan. Ja, was muss ich dazu noch sagen? Eigentlich nichts. 84er Karte. Wie viel haben wir noch? Komm schon. Come on. Vanya, hau einen raus. Genauso wie jetzt der Bronceado den Follow dagelassen hat. Gönnt EA hoffentlich gleich den nächsten Food Birthday-Spieler. Manolas? Ah, ne, Papadopoulos. Papadopoulos als 84er, beziehungsweise Schrägstrich Sokratis. Ja, SPC-Futter. Ist halt nur eine Karte leider drin. Wenn da jetzt zwei Karten drin wären, würde man vielleicht sagen, jo, ich schließe die SPC auch nochmal öfter ab. Aber so ist natürlich schwierig. So ist natürlich schwierig. Oh yes. Oh, schon wieder Walkout und schon wieder dieses falsche Blau. Das gibt es nicht. Und Spanien ZM, es ist Parejo, oder? Es ist 86er Parejo. War der nicht letzte Woche als Team of the Week draußen? Kann mich auch komplett täuschen. Aber auf jeden Fall willst du doch einfach dieses andere Blau sehen, dieses Himmelblau, ja? Was einfach da komplett am Ausrasten macht. Komm, wieder jetzt. Komm, komm, komm. Ach, let's go. Es wird wieder Argentinien, es bekommt Stürmer. Ich glaube, wir haben den jetzt zum dritten Mal gezogen, den 84er Martinez. Das ist natürlich semi-gut, sage ich mal so. Das ist natürlich semi-gut. So, was haben wir noch? Mein Gott, es hat kein Ende, die Sets. Die Sets haben einfach kein Ende. Da ist der zweite! Oh mein Gott! Jungs, es wird Italien! Es wird Stürmer! Und es wird in Anführungsstrichen vielleicht der billigste. Lasagna wird es. Der ist tatsächlich. Oh, der ist gar nicht so günstig, wie ich dachte. Der ist jetzt gerade sogar extinct. Ist der gerade extinct? What? Der ist bei 200k extinct, Jungs. Laut Footbin ist der extinct. Und ihr habt es gerade gesehen bei Vanya. Der ist tatsächlich extinct. Warum ist der denn so heftig extinct? 5 Sterne, 4 Sterne, logischerweise. Ausdauer wäre mir ein bisschen gering. Aber geile Schussstats und. Boah, Jungs, was ist denn hier los heute, ey? Was ist denn hier heute los, ey? Ich kann es nicht glauben, ey. Mit dem Dead Eye sieht er schon brutal aus. 97er Antritt, 97er Sprintgeschwindigkeit, was er da mitbringt. Also, das ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Und kurzer Spoiler vielleicht, falls ihr das andere Video noch nicht gesehen habt. Wir haben vorhin schon für ihn Eggestein gezogen. Eben Lemar und jetzt auch noch Lasagna. Also, da ist mal ordentlich Specklack am Start. Auch wenn das jetzt hier alles nur noch Wände gibt, da musst du einfach zufrieden sein. Da muss Vanya zufrieden sein, da müssen wir eigentlich alle zufrieden sein. Das ist heftig, das ist heftig. War das letzte 20k, das letzte von den 20 Sets? Ich bin mir gerade unsicher. Wir können, nee, eins folgt anscheinend noch. Eins folgt noch. Komm schon.
Ich will dieses Himmelblau da wieder sehen, Jungs. Das war doch bombastisch. Zwei Stück, ey. Aus 20 Sets und da fettes GG auf jeden Fall an den Vanya. Ich hoffe, ihr supportet das. Ja, mit einem Like und Kommentar für Vanya, wie auch immer. So, Freunde, und das war das Ende des Videos. Wir haben jetzt bei Vanya 20 Mal die 84er bis 91er Upgrade SPC abgeschlossen. Das war mal auf jeden Fall richtig heftiges Packluck. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt Support auf dem Video und teilt das Video gerne mit euren Freunden. Ja. Ich denke mal, das war auf jeden Fall bombastisch. 20 Sets, 2 Stück, da sagt man definitiv nicht nein. Und damit soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet auch ähnliches Packluck. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da, gerne die Glocke aktivieren. Damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.